Wir sagen Moin und herzlich willkommen im HSV-Netradio, präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Sieht so aus, als wenn der Slowake den Ball direkt reinschlagen würde. Der rechte Arm geht nach oben, jetzt der linke Fuß in Richtung Ball, flankt den Ball da in die Mitte, Kopfball in Richtung Tor, Jatta nochmal, im Zentrum, zweite Schuss, Pfosten, Bakary Jatta. Nicht mal eine Minute gespielt und die erste dicke Chance für den HSV. Er kann ihn jetzt aber nicht festmachen. Jatta gelingt das. Der spielt dann aber Kovacevic in die Füße. Kein guter Pass. Kade. Schöner Ball in den Rückraum. Da ist Robin Heuser. Achtung HSV. Robin Heuser tankt sich durch und ganz knapp rechts vorbei. Was für eine Möglichkeit für Wien Wiesbaden. Robin Heuser. Keine Überprüfung. Stattdessen wieder Ecke Benesch. Rechter Arm hoch. Kurz gespielt jetzt auf Ferrei. Der steht am Strafraum ran. Zurück auf Lazzi Benesch. Der muss mit dem rechten Flanken in Richtung zweiten Pfosten. Superball. Hacikadunic. Latte. Was für eine Parade von Florian Stritzel, der sich da entsprechend zurecht feiert. Nächste dicke Chance für den HSV in einer Standardsituation. Jatta jetzt, hat noch alle Zähne dran. Gut. Schön rausgespielt auf Muheim, der aus dem Halbfeld abgefälscht hat. Ah, ja! Ja! Senkt sich ins Tor, Miro Muheim. Mit seinem vierten Saisontor. Und Fabi hat es schon gesehen. Er sagt, weit vor dem Tor schon, gut. Und Muheim zwei Schritte Anlauf, macht's. Zieht drauf, gefährlich, und es ist weg. Stritzel ist da. Diesen kann klären, Muheim dann mit dem Kopf in die Box. Stritzel kann sich drehen, könnte, müsste ablegen. Legt ab, Ferrei, Pfosten. Was eine Fackel von Manu Ferrei. Zweiter Versuch, Benesch. Also Sicht etwas eingeschränkt. Mal sehen, ob er den Ball jetzt kommen sieht. Laszlo Benesch läuft an, versucht es flach. Ins Tor! Tor für den HSV! Laszlo Benesch! Unter der Mauer hindurch. Ins Glück. 2:0 für den HSV. Hier aufs 3:0 zu gehen. Jetzt ein langer Ball von Hacikadunic in Richtung Sohn. Den zweiten sammelt Benesch. Auf gute Schussposition aus 20 Metern. Schöner tiefer Ball in Richtung Königsdörfer auf dem zweiten Pfosten. Tor für den HSV! Was ein Sahnepass! Der brillante Benesch! Auf den eingestarteten Königsdörfer. Das ist die Co-Produktion zum 3:0. Und der dritte Scorerpunkt für Lazzi heute. Mal gucken. Gut abgehangen ist er auf jeden Fall. Erste Aktion jetzt von ihm da auf der linken Seite. Müsste jetzt der Pass kommen in die Mitte. Gut gespielt. Ganz außen frei zu Hohnen. Gönn dir einen, Junge! Zieh drauf! Klasse Parade! Von Stritzel aus 8 Metern. Und da sieht man, warum der 75% abgewehrte Bälle hat. So, und jetzt pfeift Bastian Dagert das Ding ab. Amiro, 3:0 Erfolg, verdienter Erfolg. Erstmal, wie sieht es in dir aus nach dem Spiel? Ja, erleichtert. War ein cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Und ja, wir wissen aber, dass es das noch nicht war. Und wir wollen uns jetzt auf das nächste Spiel direkt konzentrieren und schauen, dass wir da wieder eine gute Leistung auf den Platz bringen. Also sehr gut. Also wir haben auch vor dem Spiel mit den Fans also geredet, das ist schön. Und wir sind zusammen eine Einheit und das ist wichtig, dass wir zusammenbleiben. Und das haben wir heute gesehen und die Fans auch ein gutes Spiel gegeben. Ja. Wie du gesagt hast, verdient gewonnen. Wir haben alles gegeben. Vorgestern oder weiß nicht gesagt, wir wollten die 3 Punkte hier behalten und das haben wir getan. Was lief heute besser als in den vergangenen Wochen, was dann eben auch mit den Toren belohnt wurde? Ja, ich glaube, wir haben Abschlüsse gesucht, wir haben die Abschlüsse auch aufs Tor gebracht, sehr viele. Und ja, auch gegen den Ball waren wir wirklich aggressiv in den Zweikämpfen und ja, war wirklich super. Wir wurden auch sehr gut vom Trainerteam eingestellt und ja, wir können zufrieden sein. Kaiser, wir haben über die Details geredet, weißt du, und was wir besser machen wollen. Und ich glaube, dass wir das wieder einen Schritt nach vorne haben gemacht und ja, so jetzt weiter. Ja, ich denke, Fußball, wenn du gewinnst, alles ist richtig. Ne? Und wenn du verlierst, dann ist nicht gut. Aber ich denke, letzte Woche, wir haben auch gute Dinge gemacht. Aber am Ende des Tages verloren. Heute, wir haben einen guten Schritt gemacht, 3 Punkte geholt. Wir freuen uns für den Sieg. Für den Saisonendsport, was nimmt man jetzt heute aus der Partie mit, was dann in den letzten Partien dann mit reingebracht werden kann? Ich denke, die Energie, die wir heute auf den Platz gebracht haben von Anfang an, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wie gesagt, nach vorne spielen und
Torchancen erarbeiten, Spaß haben am Spiel nach vorne und dann kommt das gut. Ja, ist doch gut, weil wir brauchen Punkte. Heute haben wir gewonnen und wir gehen in Länderspielpause und danach greifen wir wieder an. Bei deinem Tor ist abgefälscht, aber reingeflogen. In dem Moment auch mal das Quäntchen Glück, was man sich mal erzwungen hat und dann auch verdient hat in der Situation? Ja, genau. Eben, wenn man nicht schießt, dann gehen die auch nicht rein und das haben wir heute gemacht. Wir hatten auch ein paar Pfostenschüsse und so, wo wir ein bisschen Pech hatten und dann, ja, wenn du genug oft aufs Tor schießt, dann hast du auch irgendwann dieses Quäntchen Glück und ja, war schön, dass das bei mir so war. Und gleichzeitig scheint dir Wiesbaden zu siegen, ne? Ja, genau, ja. Kann man so sagen. Ich habe einmal eine Frage zu dir persönlich. Du warst in der Defensive Rechtsverteidiger, offensiv dann aber auch im Zentrum. Wie hast du selber dich gesehen in der Rolle und sie interpretiert? Also das ist schön für mich das erste Mal, aber ich glaube, ich hatte ein gutes Gefühl auf dem Platz und die Zweikämpfe auch angegangen. Also ich habe 100% gegeben und also Glückwunsch, dass wir als Mannschaft auch gewonnen haben. Für dich selber, 200. Pflichtspiel für den HSV, Meilenstein für dich. Wie sieht es in dir aus? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Spiel heute? Ja, ich freue mich, weil wir haben gewonnen. Und 200 Spiel, ich freue mich. Was bedeutet mehr, dir das? Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich freue mich einfach so, dass ich das geschafft habe.